Die Begeisterung, die müssten wir, glaube ich, zuallererst mitteilen. Aber die Frustration, die sollten wir den Menschen nicht auch ersparen, die sollten wir ihnen auch sagen. Aber ich glaube zuerst die Begeisterung. Es ist, glaube ich, ganz nützlich zu kommunizieren, dass Forschung auch mit sehr viel Arbeit, Fleiß, wirklich sehr, sehr viel Fleiß und auch sehr viel Frustration assoziiert ist. Aber ich glaube, das ist das Sekundäre, was wir kommunizieren müssen. Das Primäre ist die Begeisterung, dass man etwas hat und dass man etwas macht, was etwas Fantastisches ist. Nämlich, man stellt der Natur Fragen und die Natur antwortet. Und dafür ist man vollkommen selbstbestimmt unterwegs. Man strukturiert sich den Tag selber, man knobelt und überlegt, wie man das Ganze macht. Man ist in einem tiefen Sinne quasi meditativ mit einer Fragestellung verbunden. Und dabei ist man in einem unglaublichen Ausmaße selbstbestimmt und man ist umgeben mit den intelligentesten Menschen, die so in dieser Gegend herumlaufen. Das ist ein fantastischer Beruf. Ich glaube, die Faszination des Gehirns startet schon mit der Frage, wer bin ich? Jeder, der über diese Frage nachdenkt, fragt sich, wo sind diese ganzen Erinnerungen, die in mir herumstecken? Warum komme ich an manche Erinnerungen nicht mehr dran? Oder ab einem gewissen Alter, warum erinnere ich mich nicht mehr so gut, wie ich es früher mal konnte? Warum bin ich ein anderer Mensch als mein Nachbar? Warum bin ich mit dieser anderen Person in der gleichen Familie groß geworden und sehe die Welt doch so ganz anders als die andere Person? Diese Faszination hat immer etwas mit Psychologie und wenn man genauer nachdenkt, natürlich auch immer etwas mit Gehirn zu tun. Der kann sich eigentlich keiner entziehen. Und je mehr man sich in diese Materie hineinversetzt, desto mehr stellen sich natürlich tiefere Fragen. Man schaut sich seinen Hund an und denkt, wie sieht der wohl die Welt? Hat der auch ein Bewusstsein? Was denkt der über mich? Die Forscher erzählen mir, dass sein Gehirn ganz ähnlich funktioniert wie meines. Wie ähnlich ist das? Folgt daraus auch eine Ähnlichkeit des Denkens? Wie unähnlich ist mir Oktopus? Wie unähnlich ist mir eine Fledermaus? Können Regenwürmer auch denken? Ist das wirklich denkbar? Je mehr man sich mit dieser Frage beschäftigt, desto faszinierter ist man. Mich hat diese Frage von Anfang an beschäftigt. Ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, an der ich etwas anderes gemacht habe, als das, was ich jetzt mache. Ich tue es jetzt viel professioneller, mit mehr Infrastruktur, mehr Geld, mehr Wissen, aber ich tue es im Prinzip nicht anders. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Ich kann mich nur an Ereignisse erinnern. Ich weiß, dass ich vermute, ich war da 8 oder 9, im Garten kleine Rüsselkäfer gefangen habe, weil ich die so süß fand. Und dann habe ich die so in kleine Musikkassettenschachteln gesperrt und habe dann aus Karton Labyrinthe gebaut in diesen Musikkassettenschachteln und habe eine Belohnung hingelegt. Das war am Anfang so kleine Apfelstückchen. Die verrotteten aber so schnell, das fand ich so eklig. Und ich dachte, die finden das auch eklig. Und dann habe ich Zuckerwasser hergestellt und habe dann immer so einen Tropfen Zuckerwasser gegeben. Das hat dann schon die ersten experimentellen Probleme gegeben, weil einige Rüsselkäfer waren so gierig, da sind sie geplatzt, da waren meine Versuchstiere kaputt. Also ich musste schon sehr mit den technischen Details kämpfen. Und ich wollte einfach wissen, lernen die das? Und ich war fasziniert, wie sehr die das lernten. Später habe ich dann angefangen, Fische zu konditionieren. Ich wollte wissen, ob die Farben lernen können und unterscheiden können. Habe mir ein Mikroskop gekauft. Da musste ich bei meiner Mutter, das war bei uns ganz klassisch, meine Mutter hat gespült, die hat das Spülen dann für 10 Pfennig an mich abgegeben. Ich glaube, ich habe ihr mehr Arbeit gemacht, als wenn sie es alleine gemacht hätte, aber es musste sein. Und diese Groschen habe ich dann gespart, habe mir ein Mikroskop gekauft, habe mir darunter Tiere angeguckt und so weiter. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der mein Leben substanziell anders war, als es jetzt ist. Bloß, dass mein Mikroskop natürlich locker das 1000-fache von dem damaligen Mikroskop kostet. Und so weiter. Aber substanziell lebe ich immer noch das gleiche Leben. Denken muss man auf 2 Ebenen studieren. Ich nenne sie mal die abstrakte Ebene. Das ist die Ebene, die wir in der klassischen Psychologie untersucht haben. Es gibt eine Grammatik des Denkens, Mechanismen des Denkens, Regelhaftigkeiten. Und das sagt uns ganz viel über das Denken aus. Und dann wird das Denken ja generiert, also geschaffen im Gehirn. Und das ist die biologische, die nasse Ebene des Denkens. Diese beiden Ebenen sind letztendlich miteinander verknüpft. Die nasse Ebene schafft die abstrakte Ebene. Aber wie die Abbildung zwischen diesen 2 Ebenen eigentlich geschaffen ist, das verstehen wir bei weitem noch nicht. Und das ist genau mein Fachgebiet, die biologische Psychologie. Ich versuche zu verstehen, wie im Gehirn
diese Regelhaftigkeiten abgebildet sind und wie auch die Sprache wieder zurückwirkt auf das Gehirn. Denn unser Gehirn verändert sich ständig, immerfort. In diesem Augenblick, während ich spreche, während ich Sie anblicke, lerne ich etwas Neues, ich lerne Sie kennen. Sie verändern mein Gehirn. Morgen sind Sie strukturell in meinem Gehirn drin, sonst könnte ich mich gar nicht mehr an Sie erinnern. Was die meisten Menschen gar nicht wissen, ist, dass die grundlegenden Erkenntnisse zu Lernen und Gedächtnis in der Psychologie von zwei Tierspezies stammen, nämlich Ratten und Tauben. Menschen wenden sich an einen Verhaltenstherapeuten und wären wahrscheinlich geschockt, wenn sie wüssten, dass die Verhaltenstherapie zum größten Teil auf Erkenntnisse zurückgeht, die zum Beispiel an Tauben gewonnen wurden. Tauben und Ratten eignen sich besonders für Lernexperimente, weil sie eben sehr einfach zu besorgen sind und sehr lernbegierig sind. Tauben sind aber ganz besonders in diese Richtung entwickelt. Erstmal sind sie viel visueller orientiert als Ratten, das macht das Experimentieren leichter. Aber dann haben sie auch noch diese beamtenhafte Mentalität. Das heißt, man gibt ihnen eine Aufgabe und sie arbeiten stundenlang an dieser Aufgabe. Sie geben niemals auf. Sie brauchen nur ab und zu ein paar Futterkörner, dann sind sie immer dabei. Und das ist natürlich für einen Experimentator großartig, weil man gibt diesem Tier eine Aufgabe, es muss etwas lernen, es muss sich anschließend daran erinnern und das Tier arbeitet stundenlang willig an dieser Aufgabe, bis es sie verstanden hat, bis es sie gelöst hat. Derweil können wir die Gesetze seines Verhaltens untersuchen und natürlich auch die Mechanismen im Gehirn untersuchen. Das macht die Taube zu einem idealen Versuchstier für mich. So ein Versuch sieht zum Beispiel folgendermaßen aus. Wir haben, was wir Lernboxen nennen oder auch Skinnerboxen. Skinner ist ein berühmter Lernpsychologe, der diese Boxen, glaube ich, nicht erfunden hat, aber den man am meisten mit diesen Boxen assoziiert. Das ist so eine Box, sagen wir mal so 40 mal 40 mal 40 Zentimeter groß, so ein Würfel. Da stecken wir dann eine Taube rein für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und da gibt es eine Arbeitswand. Diese Arbeitswand besteht zum Beispiel aus zwei Punkten, die die Tiere bepicken können. Und auf diese Punkte können wir mit einem Monitor, sagen wir mal, rote und grüne Farben drauf projizieren. Und unten ist ein Futtergeber. Der kann eingeschaltet werden, sodass das Tier für 2-3 Sekunden Futter bekommen kann. Einfache Körner. Wenn die Tiere jetzt nun auf, sagen wir mal, die grüne Pickscheibe picken, dann passiert nichts. Oder es geht für 2 Sekunden das Licht aus. Das hassen Tauben. Sie möchten nicht so gerne im Dunkeln sitzen. Dann picken sie auf die andere Seite, auf Rot, und plötzlich geht der Futtergeber an und dann bekommen sie für 2-3 Sekunden Futter. Das Tier ist natürlich, wir wissen nicht genau, wie sich die Taube fühlt, aber wahrscheinlich freut sie sich. Und beim nächsten Mal guckt sie dann wieder und das Rot ist jetzt, sagen wir mal, nicht mehr rechts, sondern links. Das Grün ist rechts, das wechselt ab und zu ab. Vielleicht wird sie jetzt mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder auf das Rot picken. Und wieder geht der Futtergeber an und so weiter. Ab und zu pickt sie immer noch mal auf das Grün und dann passiert wieder, dass sie für 2 Sekunden die Dunkelheit über sie herfällt. Und das dauert nicht allzu lange. In der Regel so ein einfacher Versuch, eine Viertelstunde. Und die Taube hat gelernt, dass es eine gute Farbe gibt, das in diesem Fall das Rot, und eine schlechte, das ist das Grün. Sie geben mir die Urlaubsdias oder Urlaubsbilder Ihres letzten, sagen wir mal, Griechenlandurlaubs. Da sind ganz viele Bilder drauf, wo Sie, Ihre Familie, Freunde, Passanten drauf sind. Sie fotografieren in eine Landschaft und da sind Menschen drauf. Und es gibt aber auch ganz viele Bilder, wo Sie einfach nur Landschaften, Tempel, irgendwelche anderen Sachen fotografiert haben. Wir teilen Ihre Bilder also auf in die, wo Menschen drauf sind und in die, wo keine Menschen drauf sind. Jetzt geben wir den Tauben auf einem Monitor ihre Urlaubsbilder. Wenn die Taube zufällig auf ein Bild pickt mit einem Tempel, geht für 2 Sekunden das Licht aus, denn da war kein Mensch drauf. Dann pickt die Taube auf das nächste Bild, da stehen, was weiß ich, ein paar Menschen vor einem Auto und verkaufen irgendwas. Und sofort geht der Futtergeber an. Nach einer Weile lernt das Tier, das dauert aber schon ein paar Stunden, dass es nur die Fotos sind mit Menschen, die eine Belohnung nach sich ziehen. Jetzt, nach wenigen Stunden arbeitet das Tier perfekt. Jetzt geben wir ihnen Bilder von ihrem, sagen wir mal, Thailandurlaub. Das haben die Tiere noch nie gesehen. Aber sofort, spontan, generalisieren sie ihre Erkenntnis auf die neuen Bilder. Sie picken jetzt nur noch auf die Bilder mit Mensch und jetzt haben wir die Tauben. Jetzt können wir uns nämlich fragen, was ist ein Mensch aus den Augen einer Taube? Jetzt können wir durch Photoshop oder andere Programme diese Bilder manipulieren. Wir können als Beispiel den Menschen die Köpfe wegnehmen. Dann stellen wir fest, die Tiere sind ganz verwirrt.
Wenn wir den Menschen die Beine wegnehmen, das kümmert sie sehr wenig. Wir können sogar die linke und die rechte Hirnhälfte getrennt fragen, weil wir setzen den Tieren eine Piratenkappe auf die linke oder auf das rechte Auge. Dadurch blockieren wir das Licht, das in die gegenüberliegende Hirnhälfte reingeht. Und dann stellen wir fest, dass die linke Hirnhälfte auf kleinste Aspekte des Menschen reagiert. Vor allen Dingen Augen, Lippenränder, Nasen und so weiter. Kleinste Aspekte. Bloß, dass die Arme seitlich am Körper hängen, dass die Beine unten sind, das kümmert die linke Hirnhälfte überhaupt nicht. Die rechte Hirnhälfte kümmert sich überhaupt nicht um kleine Details. Sie verweigert aber die Annahme des Status Mensch, wenn die Beine, sagen wir mal, am Oberkörper hängen oder der Kopf irgendwo im Bauch ist. Das heißt, die zwei Hirnhälften haben vollkommen unterschiedliche Sichten auf das, was ein Mensch ist. Und wir können jetzt immer tiefer hineingehen, eben in die Mechanismen des Denkens. Und das Frappierende ist, diese Mechanismen des Denkens sind nahezu identisch mit unserem eigenen Gehirn. Auch unsere linke Hirnhälfte achtet auf die kleinen Details. Auch unsere rechte Hirnhälfte achtet auf die Konfiguration. Bloß wir wissen nicht, wie wir das im Gehirn machen. Aber bei den Tauben können wir genau dies untersuchen. Ich glaube, dass Tierexperimente im biomedizinischen Umfeld deutlich weniger Schaden anrichten, sowohl quantitativ als zum Teil auch qualitativ, als das, was wir landwirtschaftlich tagtäglich konsumieren. Wir sind in einem tierexperimentellen Kontext viel stärker kontrolliert. Viel stärker müssen wir alle darauf achten, dass alles das, was wir tun, unter Anästhesie passiert, wenn Eingriffe passieren und so weiter. Wenn man sich die Realität in der Landwirtschaft anschaut, die legalen Mechanismen der Nahrungsmittelproduktion, ist das natürlich sowohl in der Quantität als auch natürlich in bestimmten Bereichen, die ich mal Qualität nenne, ist das schon eine ganz andere Sache. Trotzdem bin ich natürlich kein Vegetarier. Das ist ein Kontext, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, dass wir uns als Teil einer Gesellschaft verstehen, bei der zum Beispiel auch meine Erkenntnisse dazu beitragen, dass ich die Kognition des Tieres besser verstehe und erkenne, wie reich das Denken dieser Tiere sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich akzeptieren muss, dass die Tiere, die ich töte und esse, dass diese Tiere kein seelenloses Stück Fleisch sind, sondern dass das Lebewesen sind, die eine eigene Sicht auf die Welt haben, die Erinnerungen haben, die Emotionen haben, die lernen können, die Emotionen haben. Das müssen wir wissen. Und wenn wir das nicht wissen, dann haben wir, glaube ich, ganz grundsätzlich etwas falsch verstanden. Und in einem zweiten Schritt müssen wir uns dann überlegen, wo sind die ethischen Grenzen unseres eigenen Handelns, zum Beispiel bei der Fleischproduktion und beim Essen von Tieren. Ich persönlich glaube, dass wir dieses bedenken müssen und gleichzeitig einen zweiten Punkt bedenken müssen. Nämlich, je mehr das Tier uns ähnlicher wird, desto ähnlicher werden wir auch dem Tier. Wir begreifen uns als das Tiermensch, Teil der Evolution. In der Phylogenese entstanden als ein Allesfresser. Der Tiere gefressen hat, weil sie ihm schmeckten. Der Tiere gefressen hat, weil er sonst nicht überlebt hatte. Der Tiere getötet hat, weil er ihr Fell brauchte. Dieser Tiermensch sind immer noch wir. Wir können uns nicht abstrahieren von diesem Teil der Natur. Wir müssen diesen Kontext in seiner Gänze verstehen und in unserer Verantwortung über neue Erkenntnisse, aber auch in unserem Wissen über unsere eigene Position in der biologischen Evolution als ein Tier unter vielen Tieren. Und ich glaube, erst dann ist die Diskussion komplett. Der Zufall ist traditionell der größte Freund und der größte Feind des Experimentators. Vieles ist Zufall. Experimente laufen ja immer so, dass man schon ganz viel weiß, aber an bestimmten Stellen eben nichts weiß oder wenig weiß. Und man hat eine Hypothese und man macht ein Experiment, man kreiert das experimentelle Design so, dass man diese Hypothese testen kann. Und anders als die meisten Menschen vermuten, misslingen diese Experimente meist. Entweder die Hypothese ist falsch, oder irgendein Mechanismus funktioniert nicht, oder man hat etwas übersehen. Und was häufig passiert ist, dass man dabei irgendetwas beobachtet, womit man nun gar nicht gerechnet hatte. Neue Hypothesen werden generiert, neue Experimente werden aufgelegt und so weiter. Es ist ein ständiges, immer tiefer hineinbohren in das System, mit extrem viel Frustration, sehr viel Zeit, die draufgeht, sehr viel Niederlagen. Und diese Niederlagen sind manchmal konzeptioneller Natur,
Man hat wirklich einfach in die falsche Richtung gedacht. Und manchmal, und das ist das Grausame, sind sie trivialer Natur. Die Batterien waren nicht mehr frisch. Irgendein Stromkreis hat versagt. Das Tier hatte plötzlich keine Lust. Alle möglichen Dinge dieser Art können passieren. Und gerade Experimente, die sich über Monate hinziehen, sind natürlich sehr anfällig dafür, dass an irgendeiner Stelle irgendetwas passiert, was eben einfach nicht passieren darf. Und Datensätze sind dann plötzlich nicht mehr zu gebrauchen. Damit muss man leben. Das ist die Frustration, die den Experimentator ein Leben lang eigentlich immer mit sich trägt. Und gerade junge Menschen, die dann ihre gesamte Hoffnung in dieses eine Experiment setzen, die sind natürlich manchmal furchtbar frustriert, wenn es nicht auf der konzeptionellen Ebene scheitert, weil da hätte man ja richtig was gelernt, meine Hypothese war falsch, sondern auf einer so trivialen Ebene. Da muss man dann meist gucken, dass es so etwas, was wir eine Backup-Position nennen, gibt. Das heißt, es muss bei einer Arbeit irgendwann irgendetwas geben, was man ziemlich sicher nachweisen kann. Das ist dann nicht der Nobelpreis, das ist nicht die ganz große Publikation, nicht die ganz tiefe Einsicht, aber man ist durchaus diesen einen Schritt weitergekommen. Und das braucht man für das eigene Seelenheil und der Student braucht das auch für seine Masterarbeit oder Teile seiner Doktorarbeit.